Hallo und herzlich willkommen zu Dakar 18. Wir starten hier am Strand, die vierte Etappe. Und los geht's. Das Strandstück ist ziemlich schnell. Also das heißt, wir fahren hier jetzt zwei Wegpunkte. Ein schnelles Stück über Sand. Müssen wir natürlich schauen, da gibt es dann später auch mehr Fels und Geröll, ist dann sehr unangenehm. Und da sehen wir schon, das ist das erste Gras und da kommen dann gleich die ganzen Felsen. Ja, ein richtig schönes, schnelles Stück. Muss man aufpassen, dass es nicht verfährt. Nach dem Wegpunkt, das sehen wir jetzt gleich. Hier müssen wir auf die Karte gucken. 9,56, man sieht schon, erstmal 10 Kilometer geradeaus brettern. Hier kommt Wasser, und fahren wir auch mal durch. Wird in dem. Wird auf der Etappe noch öfters vorkommen, solche. Ja, das ist schon mal Sprung. Solche Wasserstellen. Wir müssen dann jetzt hier bei 17,34. Müssen wir dann nach rechts abbiegen. Das ist eine Etappe, da muss man ein bisschen aufpassen. Gerade gegen Ende. Da vorne sehen wir auch schon das Ende des Strandes. 17,34. Hier so ein kleines Sandhügel. 17,34 und da geht es dann rein, genau. Und dann folge ich mal bis zur 18,92. Ja, jetzt haben wir hier wenigstens einen felsigen Untergrund. Na komm, ist wirklich sehr blöd zu fahren. 19,61. Daran geht's. Und hier müssen wir rein. Okay. So, das war das schnelle Strandstück und jetzt geht die ganze vierte Etappe erstmal so richtig los. Eine, ja, die ist schon anspruchsvoll. Das kann man auf jeden Fall sagen. So, go und wir fahren los. Es geht in kleinen Abschnitten zu 2022. Ach, zu 2212 natürlich. Und dort geht es dann nach rechts weiter. Also ich halte mich mal 2928. Hier sehen wir auch schon teilweise richtiger Fels, wo man aufpassen muss. Wir fahren jetzt zur 2928. Wie beim letzten Mal, ich muss dann abbrechen das Rennen, weil ich eigentlich gewinnen wollte. Also ist das Ziel, dass ich jede Etappe gewinne, sonst macht es ja keinen Sinn. Und ich bin dann den ganzen Flussverlauf gefolgt. Da habe ich dann komplett verfahren. Und bin ja schon überholt worden. Was nicht so der Bringer war. 2928, jetzt geht es gleich nach rechts weiter. Hier sehen wir überall die Felsen, das ist schon, ja, so ein Sprung ist okay, aber da kann man auch leicht stürzen. 34,26. 34,26, okay. Relativ lange Strecken, wie 5, 6 Kilometer bis 10 Kilometer, sind schon ganz schöne Abschnitte. 61 Wegpunkte haben wir. Und 2, 4, 5 Checkpoints, geradeaus bis zu 40, an den Häusern vorbei, sind mir hier schön eingezeichnet. Da wieder ein schöner Sprung, ne? Das ist halt was anderes als auf Sand in den Dünen, wie ein felsiger Untergrund. Ja, da müssen wir uns halt durchbeißen, ne? Können wir nichts anderes machen. Und hier auch wieder so, ja, das ist alles mit Vorsicht zu genießen, diese Umgebung hier. 40,85 habe ich gesagt, da geht es dann geradeaus weiter am besagten Haus vorbei. Das ist dann wieder so ein Wegpunkt, so eine markante Stelle.
45 wollen wir, dann geht's nach rechts weg. Das war das Problem, beim letzten Mal ich mir gemütlich gerade ausgebrettert, weil ich es nicht gesehen habe auf der Karte, beziehungsweise ich habe es nicht wahrgenommen. 45 jetzt nach rechts bis zu 47. Okay, Windräder auch schön, ne? Mal ein bisschen Abwechslung in dem Ganzen. Da geht es jetzt rein. Genau. Und das war jetzt schon scharf rechts. Bei 47 geht es dann nochmal rechts. Wir fahren ja hier eine enge Kurve. Und dann zur 55 gerade auch. Und hier überall Felsen und Steine. Das ist, muss man schon gucken. Wäre jetzt nicht unser erster Sturz. Wir hatten ja schon mal einen, wo die Düne runter sind. Aber das kostet halt auch Zeit. So, wir fahren weiter geradeaus. Hier ist echt wichtig, wir haben es gesehen bei den beiden Schleifen gerade, bei den beiden scharfen Rechtskurven. Da muss man schon gucken auf seine Roadmap. Da kommt nämlich noch so eine ganz markante Stelle, die ein bisschen irreführend ist. Die zeige ich aber jetzt gleich. Ja genau, hier, da haben wir so eine Straße und die führt den Berg hoch. Ich habe noch gewusst, ja, ich muss den Berg hochfahren, musste aber vorher auch noch eine kleine Schleife fahren. Das habe ich nicht gemacht und habe dann wirklich Minuten hat es mich gekostet. Wir fahren zur 62, okay, haben wir noch ein paar Kilometer. Und damals, da sehen wir es ja schon, diese links, dieses links abbiegen, das heißt links, rechts, diese Kombination, die wir hier fahren müssen, bei 62 oder Palmen, da gegen die Bäume dürfen man, denke ich, ah, das war auch eine harte Landung. So, bei 62 müssen wir dann hier reinfahren, ne? Genau. Jetzt nämlich so quasi wieder zurück. Und bis zu 67 geht es gerade aus. Das war dieser Haken gewesen. Kann man auch nicht aufpassen, sonst hat man verloren. Das ist ja von der Straße her, die ist ja auch schön ausgebaut. Also für Wüstenverhältnisse ist sie doch recht angenehm zu fahren. Und das kann natürlich dann leicht auch irritieren. 67, 55. Da lang. Liegpunkt bestätigt. Und wir müssen da lang fahren. 72. Überall Felsen. Na, das ist halt im Gegensatz zur Wüste davor mit Düne und Sand. Muss man hier halt echt schauen. Nicht nur auf seinen Kompass und auf seine Roadmap. Ich muss noch zusätzlich auf Steine und Felsen gucken. Und natürlich Bäume anfahren geht natürlich auch nicht. Moment, muss ich erstmal schauen. 72, dann bis zur 73. Ich muss erstmal diese Kombination hier fahren. Ah, da geht's rein. Okay, cool. Da geht's rein. So, cool. Ich denke sogar, dass man, wenn man Bäume anfährt, also heute sowieso, wenn man Bäume anfährt und Schilder und Zäune, dass man die nicht umfahren kann, sondern dass man hängen bleibt. Das habe ich jetzt noch in Erinnerung, ich habe jetzt schon lange nichts mehr angefahren. Muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben, noch irgendwas anfahren. 76 geht es links, wir sehen es hier. Okay, das ist diese, gibt es noch eine Etappe, da hat man so eine endlose Weite. Da geht es links runter. Wegpunkt bestätigt, dann geht es hier rein, ja. Bis zu 78, 80, links, rechts, da muss man nicht aufpassen. Ich fahre mal zu 78 und dann geht es weiter. Genau, hier haben wir ganz viele von diesen Wasserlöchern, aber da passiert jetzt
auch nicht, wie muss er jetzt rechts hoch, ne? Ich fahre mal hier lang. Weil ich nämlich in die Richtung muss. Ich muss nämlich nicht den Bachverlauf folgen. Ich muss nämlich, genau, hier ist nämlich der Wegpunkt. Kann man auch schnell verkehrt machen. 83. Und dann geht's nach rechts. Da oben haben wir nämlich auch die Straße, die hier hochführt. Die Straße müssen wir ja auch hochfahren. Die hier. Und beim letzten Mal habe ich diesen kleinen Haken hier, den ich gefahren bin, mit diesen zwei Wegpunkten, bin ich gar nicht gefahren. Und das hat sich ja Zeit gekostet. Mal sehen. Und der Zweitplatzierte, der ist echt am Würgen. Mit vier Wegpunkten hat der erst. Das ist natürlich echt krass. Die sind ja richtig gut. Aber 61 Wegpunkte ist natürlich auch ein Haufen. Da kann noch viel schief gehen. So, wir müssen immer geradeaus bis zur 93. Dann kommt ein Wegpunkt. Hier Felsen überall. Nicht so schön, da muss man echt aufpassen. 6 Minuten. Und letztes Mal hatte ich 15 Minuten, als ich an dieser Stelle war. So 4 Minuten hat mich das Ganze gekostet, dass ich falsch gefahren bin beim letzten Mal. Und diesmal halt souverän, ja, würde ich mal sagen. Das geht immer geradeaus. 93, 77. Am besten auf der Straße hier folgen, kann man nichts verkehrt machen. 110, ne, ist mal ein Brett, ja. Richtig. Bis zur 110 langfahren. Wegpunkt bestätigt. Jetzt ab 110 geradeaus. Da fängt dann schon langsam ein bisschen die Gebirgsausläufer, kann ich mir gut vorstellen. Ich kenne mich jetzt in Peru nicht so gut aus. 110, das ist schön mal. Oh, dann 127 ist man auch mal 17 Kilometer am Stück, die man fährt. Damals so Felsbrocken gehabt. Der Stein hier auf der Straße. Das ist natürlich jetzt auch nicht schön. Aber mit einem Motorrad immer noch besser. Muss man langsam fahren, bevor wir, ja, wir sehen es gerade. Und dann bei 110. Ich fahre erstmal gerade aus, bis wir bei der 110 sind. Und dann gucken wir weiter. Naja, da Kakteen hier links. Auch schon noch ein bisschen. Ich war ein bisschen langsamer. Den Berg hier hoch. Das ist schon übel. Selbst wenn man auf der Straße fährt, hat man die Felsen, wo einen Ärger machen können. Jetzt haben wir 80 Fahrer, ja. Die Wüste hat nochmal 160, ne? Da sieht man mal, wie der Untergrund das ganze Fahrverhalten hier beeinflusst. So, einfach die Straße langbrechen. Da ist ein schönes langes Stück, da kann man richtig Gas geben. 110 links abbiegen, nicht vergessen, sind nur noch 3 Kilometer. 3 Kilometer ist halt mal echt gar nichts, ne, bei der Distanz. Ich denke, wir fahren 360 Kilometer, das ist die Etappe, denke ich. Und wir müssen jetzt hier nach links fahren. Wegpunkt. Dann geht es hier nach links. Genau. Und dann muss ich echt meinen bis 127 jetzt gerade aus. Und das muss ich um das Haus rum. Da muss ich jetzt erstmal ein bisschen langsamer machen, wenn ich dann weiter 127 bin. Okay, das ist 1-2 Wegpunkte und dann sind wir schon wieder im nächsten Checkpoint. Berg runter. 116. Ist natürlich schon eine schnelle Strecke, ne? Wenn man das so sieht.
der Abschnitt am Anfang, der Strand war schnell. Hier zwischendrin hat man einen schnellen Abschnitt. Und der kommt gar nicht weiter, nur noch vier. Zwei Plätze, nur noch vier Wegpunkte. Kommt irgendwie gar nicht weiter, was ist denn los mit dem? Ich weiß es nicht, was da passiert ist. Und da geht's dann, man sieht nicht, wo man hinfährt. Ne? Vorne geht's bergab. 22, 23, okay. Da brauchen wir noch ein bisschen. Bis wir bei der 27 sind. Und da sind dann noch zwei Wegpunkte, die darf man ja auch nicht verpassen. So, 25, jetzt machen wir ein bisschen langsam. Runterbremsen. So, 25, 27, 56. Da mache ich jetzt erstmal so ein bisschen langsam. Wir haben ja einen ziemlichen Vorsprung, muss ich sagen. Also können wir auch mal... Ah ja, ich sehe schon. Noch bremsen. Und dann geht's hier rum. Okay. Und bei der 34... Das war's schon. Das war nur diese Kurve gewesen, okay. Bei der 34 müssen wir dann scharf links abbiegen. Machen wir. Wenn das alles ist, dann machen wir das so. Hier. Okay, die 34 haben wir ja gleich. Und da geht es dann auch dann Richtung des nächsten Checkpoints. Gas geben, 34 links, dann haben wir 134,09. Da vorne, bei den Felsen, bei den ganzen... Ah ja, da haben wir so einen Punkt und hier geht's nach links. Oder wie, oder was? Da habe ich jetzt, bin ich jetzt hier reingefahren. Wollte ich jetzt so gar nicht. Okay. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlimm. Machen wir halt so weiter. Nicht ja echt. Hey, wenn man so in ein Haus reinfährt und hängen bleibt, ist natürlich blöd. Ne? Kommt man gar nicht mehr weiter. Bin da auch schon hängen geblieben. Und man kommt, man kann dann zum letzten Wegpunkt spawnen. Das ist halt einfach blöd. Ne? Dann wenn man so 17 Kilometer zwischendrin liegen, dann ist das richtig blöd. Und wir sind gleich beim Checkpoint. Mit 50, 14. Das ist ja quasi dann so ja, die Hälfte der Strecke. Nicht ganz. So, ich habe es ja nicht genau im Kopf. Ob das jetzt 360 sind oder 330 auf jeden Fall. Was mit 300. Ich habe nur die Wegpunkte gemerkt. 61 Stück ist schon ein Brett. Das sind schon ein paar Kilometer. 150. 150, 14. Okay. Dann wir schön Gas geben. 130 fahren wir hier. Das ist ganz schön gefährlich. Ne? So eine Piste. Oh, er hat sogar jetzt seinen fünften. Und jetzt hat sie mir 4 gefahren. Ich habe keine Ahnung, warum das so langsam ist. Mein Gegner. Normalerweise hat er nur so ein paar Wegpunkte in, was soll ich jetzt sagen? Ich gucke die ganze Zeit auf meine Karte und meinen Kompass hier oben. Und gleich der Checkpoint kommt. 164. Auf jeden Fall ist ja gar nicht so weit von mir entfernt. Ich habe hier beim letzten Mal überholt, wie gesagt. Aber diesmal ist der Abstand doch schon massiv. 154, 164 müssen wir. 164, 55. Das war schon eine schöne Landschaft, ne, wenn man das so anschaut. Ich denke, das Ganze auch noch mit einem LKW fahren, mit dem Auto, mit dem Auto eher. Mit dem LKW hätte ich da auch Bock, mal so eine Strecke zu fahren.
Wir sind, oh ja, das nächste ist unser Checkpoint. Das sind wir dann, ja, na, die Hälfte haben wir noch nicht ganz, aber nur uns so die grünen Punkte anschaut, die wir jetzt schon erledigt haben, die ganzen Wegpunkte. Immer geradeaus. Ah, da oben ist dann, ja, ich sehe es. Brauchen wir jetzt aber nicht mit 130 reinblasen, da müssen wir schon vorher ein bisschen unterbremsen. 30 muss runterfahren. Wir fahren dann mal langsam rein. So, mal unterbremsen. Wegpunkt bestätigt. Automatisches Fahren. Okay. So, jetzt geht's zum nächsten. So, go. Also zu 168. Da geht es dann nach rechts weg. 66. 67. 168. Okay, da geht's rein. Hier richtig in die Botanik wieder. Oh, wow, wow, ist ja übel. Bis zu 173, ja, ist dann der Canyon, der so schwer zu finden ist. Das stand ja in der Beschreibung. Da gibt es einen Canyon, den findet man schwer. Und wird wohl hier irgendwo sein. Wir wollen die Straße verlassen und wir gurken hier 173, 65 da drüben. Da müssen wir hin. Das ist schon krass, ne? Und dann geht es weiter zur 75, 55. Ganz schönes Geruckel hier. 75, okay, bestätigt. Dann zur 77, das ist der nächste Wegpunkt. Das ist die folgen jetzt wirklich Schlag auf Schlag. Jeder dieser Kreise hier ganz rechts im Road, auf der Roadmap zeigt uns den Wegpunkt an und harte Landung 77,92 bestätigt im Flug quasi 81. Ja, das ist halt Dakar, also nicht nur die ganze Straße lang breiter, sondern auch mal querfeld ein. 81, 66 haben wir gesagt. Okay. Ja, schöne Sprünge, ne? Es geht halt alles aufs Motorrad. Aber es kann ja dann repariert werden. Vor der nächsten Etappe. Oh, da sieht man es schön, ne? Hat man es schön gesehen. Am Schatten. Da geht es runter. Und wir wollen eigentlich zur 86. Da geht es da lang. Ich fahre mal hier runter. Ist auch viel einfacher, wenn wir hier unten zur 86 fahren. 84, 186. Ist halt auch ein Wegpunkt, ne? Das ist halt blöd. Und deswegen müssen wir das halt auch so abfahren. Okay, 86, 73. Oder ein langer Sprung. Und hier wieder da, Wegpunkt. So. Wegpunkt, ja. So, zu 91. Zu 91,04 muss ich jetzt. Auch wieder ein langer Weitersprung. Macht auf jeden Fall Spaß. Da unten sehen wir auch schon die Ebene. Ich weiß gar nicht, ob wir da hin müssen. Ich weiß es wirklich nicht, aber es sieht fast so aus, als ob wir dort hin müssten. Wir müssen so 91,04. Haben wir gleich. Dann geht es zur 94. Ja, aber hier lang. Sollen wir sowas ähnliches wie einen Pfad?
94 und dann geht es nach rechts weiter. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Da haben wir Felsen, nur aufpassen. 94. Wicken bestätigt, und da geht es ja schon hier. Ja, das ist ja, das ist gar kein Problem. 96 links. Schauen wir hier an den Stein vorbei. Ich versuche das eigentlich immer, wenn ich das sehe. Na, da macht man in. Da macht man hohe, weite Sprünge in den Dünen. Dann liegt so ein blöder Stein auf der Straße und dann fällt man im Motorrad. Ne? So. Der sitzt hier perfekt, wenn man guckt überall drauf. Roadmap, Kompass oben und auf die Straße. Also man hat quasi zwei Augen auf drei Details. 201. Dann geht's scharf rechts. Okay, ich sehe schon da vorne. Das ist das hier, ne? Das ist die Straße hier. Also wenn man richtig fährt, dann sieht man auch die Punkte. Das ist jetzt alles kein Hexenwerk. 203. 206 ist ein Wegpunkt. Also gut, 206 Wegpunkt. Zwei Wegpunkte noch, dann sind wir beim nächsten Checkpoint. Sieht voll gut aus, wir fahren voll richtig gut diesmal. Oh, wow, 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 wow. Das hätte ins Auge gehen können. Aber wir sind ja im Weg umgestellt. Wir haben es ja drauf, ne? Würde ich mal sagen. 207. Und dann geht es zur 211. Haben wir einen Wegpunkt und dann über die Ausrufezeichen. Ja, das ist jeder Wegpunkt hier scheint gefährlich zu sein, wenn man sich das so anguckt. 211, 83 und da geht es dann nach links. Ja. 211, das. Ah ja, Wegpunkt bestätigt. Dann geht es hier nach links, scharf nach links. 213 links, okay. 216 rechts, haben wir wieder diesen Untergrund, bei 218 haben wir den Checkpoint, okay. Das kriegen wir auf jeden Fall hin, 16 rechts am Abseil. Komm, Gas. 16. Nach rechts. Na? Achso, die 16 war gar kein. Ah, ich habe jetzt gewartet, dass ein Checkpoint kommt, aber. Bei der 16 war gar keiner, war bei der 18 gewesen. Und okay, jetzt fahren wir zum nächsten Checkpoint. Das ist Wegpunkt bestätigt, ja. 19, 20, 3 geht es gerade aus. 19, 20. 22 geht es dann nach rechts. 22 Wegpunkt und nach rechts. Wieder so ein blöder Untergrund. Das waren jetzt nur Pflanzen gewesen. Was ich jetzt im Augenblick gesehen habe, hier sind auch ja, Pflanzen drüber. Das Wetter sieht aber auch nicht so toll aus, man sieht nach Regen aus irgendwie. Oh, da gibt es ja auch, ne? Da gibt es ja auch Etappen im Regen, denke ich mal. Also ich bin mal eine gefahren. Das war aber Peru, Bolivien, Bolivien war es, war Argentinien, ein von beiden, da gab es eine, ich glaube Bolivien war es, da gab es eine Etappe, da hat es geregnet.
Und wir müssen zum Nordkreuz. Das wäre so ein markanter Punkt, oder? Nee, nicht mal. Nicht mal. So 28, 29. 29 geht es dann nach links. Wegpunkt und nach links. 29, damals. Wegen Stärke und nach links. Sehr schön. Und dann geht es zu 31, da geht es auch nochmal links. Da sind wir ja eine schöne Schleife gefahren. Zu 34 geht es dann wieder zurück. Das ist dann eine scharfe Kehre, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es eine Kehre, wir fahren dann wieder in die Richtung, aus der wir gekommen sind, zurück. So, und dann 37 geht es dann wieder links. Das ist ein ganz schönes Zickzack hier, was wir fahren. Ja, hier seht ihr dieser blöde Boden. Dieser felsige Untergrund. Na, ah, jetzt komme ich nicht hoch, ne? Ich komme den Berg nicht hoch. Oh, nee, oder? Dann fahre ich halt so lang. Okay, das war jetzt witzig gewesen. Ich den Berg nicht hochbekommen. So, wir müssen jetzt da lang. Bis zur 42. Puh. Anstrengend. Echt anstrengend. So, also richtig krass dann die Etappe mit 900 Kilometern. Die haut richtig rein. Dass diese ganzen 300 Kilometer Etappen noch entspannend. Das ist jetzt auch nicht die längste, doch ist die längste, der mit 900 ist die längste, aber wir haben natürlich ja noch zwischendrin noch welche, ich glaube mit 450 und eine mit 600 oder sowas. Das sind diese 300 Kilometer Etappen wirklich Aufwärmrunden. 47 links, 52 rechts. Also gut. 47. Links wollten wir. Sollten wir hier unten ankommen. Und dann geht es bei der 52 nach rechts. Dann haben wir wieder einen markanten Punkt bei 54. Aber jetzt fahren wir erstmal zur 252, 36. Bei 52,36. Ein Wegpunkt. Okay. Und dann jetzt bei 54 links ab. Eine markante Stelle soll es sein. Okay, 58. 84. Oh, da waren jetzt wieder einfach nur. Ich bin da wirklich mit. Vielleicht war es auch gerade gut gewesen, dass ich hier Full Speed drüber bin. Über dieser Hügel. 58. Dann geht es nach rechts weiter. Vielleicht sogar auf die Straße. Nein, hier in den bachlaufenden, ausgetrockneten. Auch schön. Bis zur 65 und dann geht es rechts weg. Ah, also diese Felsen, die machen einen echt kaputt. Ne? Bis zur 72 und dann geht es scharf. Ja, nur das scharf links, ist eine Kehre links. Das kriegen wir hin. Aber jetzt nach 14 Etappen sind es insgesamt. 14 Etappen. Ist okay.
72 ist. Das muss man immer im Auge behalten. 73, 72, Wegpunkt bestätigt. Und dann geht's hier. Da geht es aber keine Straße. Das war ein Felsen gewesen. Aber ich wollte eh abbiegen. Da war ich nicht ganz so schnell. Da habe ich eigentlich auch noch Glück gehabt. Und hier liegen überall Felsen rum. Da muss ich jetzt echt aufpassen. Ich möchte zu 79. Und da geht es dann gerade aus. Bis zur 83 geht es gerade aus. Da muss ich da über. Das ist eine krasse Strecke hier mit den ganzen Felsen. Bis zur 83. Schön, naja, Vollgas nicht. Vielleicht nicht zu empfehlen. Aber vorausschauendes Fahren wäre hier angebracht. Bis zur 283,19. Stromleitungen. Auch schön hier in der, da ist ja keine Wüste mehr, ne? Okay, 79 haben wir gehabt, 83. 83 geht es dann rechts weg und wir haben einen Wegpunkt. Dann kommt der letzte Abschnitt. Wir sehen es ja hier links, wir haben ja schon einiges an Wegpunkten grün. Wir haben einige schon abgefahren. Das ist natürlich richtig cool. Da sind wir auch bald am Ende von Etappe 4. Wir haben ja nur noch 10 Etappen. Ah ja, da geht's rein. Sehr schön. Da ist unser zum Runterbremsen. Das haben wir uns dann immer dran gewöhnt, dass wir dann auch mal 30 fahren. Wenn wir da reinfahren. Denn es dauert nicht mehr lange, da kommen die Dörfer, dann müssen wir dann manuell langsam fahren. Gibt dieses automatische Fahren nur noch bei diesem Checkpoint. Ach, meine Nase juckt die ganze Zeit. Aber die paar Wegpunkte, die fahren wir jetzt auch noch ab. Zur 90 und dann geht's rechts weg. Ich könnte eigentlich langsam fahren, ne? Ich bin hier ganz gut unterwegs, von Zeit her, von Wegpunkten her. Der hat 8 Wegpunkte. Was macht denn der die ganze Zeit? Sonst waren wir immer im Genick gesessen. Und jetzt führe ich mit 44 Wegpunkten. Oh, das war jetzt. Das habe ich nicht aufgepasst. So, machen wir wieder die Arena. Das sieht man jetzt gerade nicht. 98. Okay. Ich muss zu 98, dann geht es links weg. Ja, die schauen wir uns auf jeden Fall auch noch an, diese Arena. Machen ein bisschen Blödsinn drin. Ist kein Ding. Können wir mal also jetzt eigentlich schon machen. Ich habe so viel Zeit übrig. Da war jetzt ein Felsen. 98. Aber okay. 98 links. So, ein paar Sprünge hier. Also die sind wirklich härter als diese langen Sprünge in den Dünen. 98 links zur 300. Jetzt. Das war die Passage, wo sie gesagt haben, gegen Ende ist es schwierig, diese Passage zu finden. Das ist diese hier, so scharf links ran zwischen den beiden Felsen durch. Das haben die gemeint. Und ich muss zur 302. Können wir auf dem Weg bleiben. Aber warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne? 302 und dann müssen wir hier echt auf die Straße, das erste Mal auf der Straße haben. Bis zur 11. Dann geht es zurück. Auch mal schön, ne? Straße fahren.
bis zu 11. Ja, bis zu 11. Drei Wegpunkte noch. Dann haben wir es geschafft. So, mal ein bisschen langsamer machen und gucken. Vorne geht es nämlich nach rechts weiter. Das ist das hier. Das war die nächste. Die hier war es gewesen. Da geht's rein. Jetzt wollte ich schon eine zu früh abbiegen. 21. Alles klar, 21. Dann links und dann sind wir eigentlich schon fast am Ende dieser Etappe. Das ist cool. Ich habe jetzt hier 40 Minuten lang einfach irgendwie sinnlos was für mich hinredet. Naja, nicht wirklich. 321, dann geht es links weg. Das ist schon hart. Das war wirklich eine harte Etappe. Aber es kommt alles noch einen Ticken. Ja, gut, hätte ich nicht sagen, aber dazu jede Etappe zu ihren Eigenheiten. Hier waren es die Felsen gewesen. Und die anderen haben halt Dörfer. 27. Dann haben wir es gleich. Der 27 geht bis dahin hin zurück. Okay. Ist ein Wegpunkt. Dann machen wir ein bisschen langsamer. 27, ah ja. 27, da lang. Na gut. Zur 32. Warte ich mal hier durch die Pampa. Der 37 ist da ein Ende, ne? Ah, nee. Und am Ende noch dieses blöde Feld. Wie muss das denn sein? Oh, jetzt hänge ich echt fest, ne? Kurz vorm Ende hänge ich fest. Jetzt muss ich ja wirklich den letzten Weg nehmen, ne? Das ist halt blöd. Und dann? Naja, ich habe ja Zeit. Ich muss zur 32. Ich fahre mal so lang. Ja, so ist besser zu fahren als das andere Stück. Das hier ist wirklich besser. Ja gut, jetzt muss ich halt gucken, ob es jetzt irgendwelche Auswirkungen hat. Aber ich hoffe mal nicht, weil ich den Wegpunkt zurückgefahren bin. Ah ja, das ist diese... Da haben wir jetzt eine enge Passage hier. Dann mach ich hier runter. Ich musste 37, ne, ist egal. Kann ich auch so fahren. Ah, da vorne sehe ich schon. Vorne müsste eigentlich dann das Ende sein. 37, nee, 38 haben wir noch. 37. Links. Ah ja, okay, das ist richtig. 38, 53. Und dann muss ich zu 45. Ah ja.
Hier bin ich richtig. Dann geht es hier weiter zur 45. Dann sind wir am Ende. Das sind ja nur 5 Kilometer. Puh, das war anstrengend. Das war auf jeden Fall anstrengend. Kilometer, dann sind wir am Ende, dann haben wir es geschafft, sehe ich ja schon. Okay. Wir hinter dem Berg, das machen wir gerne, dass dann das Ziel hinter der Kuppel liegt. Da geht's rein. Hier muss ich 30 fahren? Ne, da vorne muss ich 30 fahren. Hier, also kann ich es mal runter. Kann nicht schaden, wir fahren mal gemütlich rein. Etappe abgeschlossen. Puh. 10103. So. Am letzten Wegpunkt abgesetzt. 015. Okay, Strafsekunden. Puh. Kann ich, denke ich mal, mitleben. Erster Platz. Okay, kann ich auch mitleben. Dann machen wir beim nächsten Teil weiter. Bis dann wünsche ich euch was. Macht's gut.